Husten. Wer hat hier seinen Traumjob? Okay, was machst du? Inklusionshelfer. Okay, beschreib mir das kurz. Ich begleite behinderte Kinder zur Schule. Du begleitest behinderte Kinder zur Schule. Und das ist dein Traum gewesen? Also irgendwann warst du so 19, dachtest du so, ich würde gerne schieben. Ja? Und damit bist du zufrieden? Ich meine, du tust was Gutes, aber der Arbeitsaufwand ist maximal gering, oder? Oder was machst du noch? Schieben und dann? Wie bitte? Ach so, und deinen Anwalt hast du dabei, oder? Wie bitte? Du machst dasselbe. Aber wir haben ja gute Menschen hier. Nice. Also du schiebst und dann setzt dich im Unterricht daneben. Du hast ein geistiges behindertes Kind. Okay, ah, das bist du wahrscheinlich dann, ne? Genau. Hey, das ist hier keine normale Comedy-Show. Also. Ich will hier keine Beschwerden hören. Ihr wisst alle, wofür ihr euch Tickets geholt habt. Ne? So, ne? Natürlich Spaß. Normale Tochter, ne? Oder bist du normal? Wie heißt du denn? Annalena. Okay, kannst schon mal beten auf jeden Fall. Annalena, wie alt bist du? Du bist 13. Ach du Scheiße. Okay, da haben wir ein Problem auf jeden Fall. Weil heute werden auf jeden Fall ein paar Sachen auf der Bühne gesagt. In deiner Klasse geht dasselbe ab. Wie hier heute auf der Bühne? Walla nein. Annalena, auf gar keinen Fall. Aber sei du erstmal der Meinung, ist alles gut. Wenn du in der Pause nicht mehr da bist, ich mache mir keine Sorgen. Du musst auf jeden Fall Fragen beantworten später. Ne? Crazy. Und in der Mitte ist? Mein Papa. Papa. Also Papa, Tochter, Tochter. Nein, mein Papa, ihr Opa. Papa, Tochter, Tochter. Bist du sicher, dass du die anderen betreust? Oder? Ist ja auch geil, Leute. Ist selber geistig behindert und kümmert sich um andere. Überragend. Wo müssen wir hin? Ich weiß ja auch nicht! Mama, Tochter, Tochter! Ist das geil, Leute. Oder? So, wir haben eine Freiwillige. Machst du mal Licht an, bitte. So, wer war das? Du warst das. Der Grund, warum du kein Mikrofon hast? Was denkst du, was der Grund ist? Wie bitte? Was machst du hier? Was, hast du überhaupt irgendwas verstanden an dem ganzen Konzept hier? Denkst du, das ist eine interaktive Show? Wie heißt du denn? Wie? Nochmal bitte? Du bist die Silvi. Silvi, bist du alkoholisiert? Wie bitte? Ach, du bist so eine Lustige, ne? Ja. Silvi, wolltest du mal auf die Bühne kommen und Witz erzählen? Komm! Silvi, komm! Komm hoch! Jawohl, Junge. Einmal Applaus in Köln als Special Guest, Silvi! Komm mal hier. Silvi, komm. Silvi, du ziehst sogar extra an. Geil, schön mit Hoodie und so. Weltklasse. Nochmal Applaus, dass der Weg nach oben nicht so... Jawohl, sehr schön. Sehr schön.
Dann ist das super. Durch den Vorhang einmal durch. So. Entschuldigung. Kein Problem. Also, du bist die? Silvi. Silvi, wie alt bist du? Weiß das jemand? 44. 44. Und du hast dir Karten hierfür geholt? Ich habe mir Karten hierfür geholt. Okay, um wen zu sehen? Ich weiß nicht. Okay, Silvi. Wer bist denn du? Das Ding ist ja folgendes, ne? Es gibt jetzt wirklich, ich habe jetzt gerade ein Dilemma. Ich glaube, ihr könnt das nachempfinden. Ich glaube, ihr denkt, glaube ich, alle dasselbe wie ich. Ne? Lass ich die Silvi jetzt hier kurz was erzählen oder hat die Silvi vielleicht einen Schaden? Ne? Ist auch schwer. Ich hab viele von euch betreut, aber ich kann es nicht sagen. Frag doch mal die Integrationshelfer. Okay, wir haben ja zwei Profis hier. Was meinst du? Zu wie viel Prozent hat die Silvi eine geistige Behinderung? Ne? Sag mal, wirf mal eine Zahl rein. Schätz einfach mal. Mann, du bist Profi, wen sollen wir sonst fragen? Komm. Ferndiagnose. 4 Meter, hau raus. Was sagst du? Was sagst du? 86 und 85%. Die Silvi meint einfach so, ist nah dran. Also Silvi, wolltest du trotzdem einen Witz erzählen? Meinst du, bei der geistigen Behinderung ist das überhaupt... Wir machen einen Deal. Also du erzählst jetzt einen Witz und danach hältst du für den Rest der Show die Fresse. Ja? Ich erzähle keinen und halt trotzdem die Fresse. Oh, das ist auch gut. Du bist doch nicht behindert. Und so schnell geht es von 85 auf 30% runter. Nein. Also Witz, hast du einen am Start? Natürlich nicht. Hast du keinen Witz am Start? Nein, sowas habe ich nicht. Du bist hier ohne Plan hochgekommen? Ja, selbstverständlich. Okay, dann gibt es einmal noch Applaus für die Eier von der Silvi. Danke vielmals. Für die Anwesenheit. Ja. Kommst du, geh da wieder runter. Genau. Ich habe schon, das ist glaube ich mein 28. Solo-Auftritt. Nee. Einfach nein. Krass, Alter, wie ist denn da unter uns, was hättest du gesagt? Seine Einschätzung war gut. Crazy. Mach Licht wieder aus, bitte. Gar keinen Bock auf behinderte Gesichter. Machst du dich wieder aus, ja? Sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Scheiße. Crash dir einfach eine Behinderte die Show. Aber ist auch geil. Ich mache auch Inklusionsarbeit, oder? Wie ist das so? Habe ich mich daneben mit... Juckt mich sowieso nicht. Frage ich überhaupt? Nee. Aber genau bei der Endpointe sogar, ne? Pack die in eine Shisha-Bar und dann wollte ich sagen, weil dann soll die da die Kohle wechseln. Okay. Vielleicht baue ich das sogar ins zukünftige Programm mit ein und buche mir da einfach so für 8,75 Euro jeden Abend eine geistige Behinderung. Und dann zögere ich die Pointe ein bisschen raus. Okay, nice. Ja. Ich hoffe, es gibt hier keinen, der sich über meinen Humor wundert, weil das ist, wie gesagt, das hat einen Grund, warum ich noch nicht irgendwie im Fernsehen bin oder sonst irgendwas, weil jeder zweite Satz ist ja quasi zum Canceln. Ich habe das so ein bisschen auch. Ein bisschen habe ich den Humor von meinem deutschen Opa, Walter Sibilski, ist mein deutscher Opa. Und ich weiß noch, ich bin mit meiner Mama damals zu ihm nach Salzgitter und die haben so ein Häuschen gehabt, ein bisschen grün darum herum. Und ich weiß noch, wie meine Mama zu ihm meinte, guck mal Papa, du hast hier voll viel Bäume und voll viel Grün und so, hast nicht Lust, dem kleinen Samuel so ein Baumhaus zu bauen mit so einer Leiter? Ne, und mein Opa meinte, so ein Baumhaus mit einer Leiter? Guck dir den Jungen nochmal an. Als ob der da nicht so hoch kommt. Ja, aber das ist ja mein Familienhumor und ich liebe das so sehr. Ich glaube, deswegen bin ich auch ein bisschen geschädigt. Ja. 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 Wo wir schon mal bei der Silvi sind.
Hatte jemand die Michael Schumacher-Dokumentation gesehen? Thema geistige Schäden.